Hallo, mein Name ist Christoph Siemensmeier. Und mein Name ist Sebastian Siemensmeier. Das war damals so, ich habe den Aufstieg damals 2014 in die erste Bundesliga verfolgt. Und die Spielweise hat mich damals schon begeistert vom SCP und dass sie halt einfach nach vorne spielen, immer Gas geben. Und das ist der Fußball, den möchte man ja auch gerne sehen. Und deshalb, das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Paderborn-Fan geworden bin. Ja, ich finde halt die Spielweise gut und auch wenn sie mal hinten liegen, die geben nie auf und kämpfen trotzdem weiter. Und auch nach dem Sieg, auch wenn sie mal auch verloren haben, da kommen sie trotzdem zu ihren Fans. Und das begeistert mich halt. Ich war schon vorher SCP-Fan, aber durch die Paulinerschule bin ich natürlich noch mal stärker SCP-Fan geworden, weil es ja auch die Partnerschule des SCP 07 ist. Und Verbindung hatte und habe ich halt durch eine Lehrerin an der Paulinerschule, die halt mit unserem Geschäftsführer gut befreundet ist. Und dadurch hat man auch noch mal stärkere Verbindung gehabt und die hat man auch jetzt noch. Mein Spieltag fängt schon ziemlich früh an. Ich stehe dann immer schon sehr früh auf, weil ich bin dann immer ziemlich nervös. Dann frühstücken wir und dann legt man die Klamotten raus und wir fahren dann mit unserer Mutter und meistens kommt unsere Freundin von uns mit, die auch unsere Nachbarin ist und die bringt uns dann auch immer sehr viel Glück, also mit der haben wir schon sehr viele Spiele gewonnen. Dann isst man sich vor dem Spiel halt eine Bratwurst, trinkt ein Bier und das ist immer sehr schön hier, sehr familiär. Also für mich ist das klar, man kriegt es durch Hören mit der Atmosphäre, aber ich konnte vorher noch ein bisschen besser sehen und da konnte ich wieder auch besser erkennen und auch das Umfeld hier. Mir hilft das natürlich auch, desto lauter die Süd ist, desto besser ist natürlich auch das Spiel, weil dadurch noch mal mehr Atmosphäre natürlich reinkommt. Aber man feuert natürlich auch selber mit die Mannschaft an und Umrisse von der Nord und von der Süd, das kriegt man schon noch mit und das ist halt eine sehr familiäre Atmosphäre und das möchte man auch nicht vermissen. Also der SCP hat einen Bindenreporter und der ist für uns sehr wichtig, weil dadurch natürlich nochmal die einzelnen Spielsituationen, was gerade vorm Tor passiert, was am Mittelfeld passiert, das wird natürlich detailliert auch beschrieben und ich sag mal, das kriegen die Jungs und Männer da oben wirklich sehr, sehr gut hin. Also ein Blindenkommentator moderiert das besser als jetzt, wenn er zum Fernsehkommentator macht, weil der beschreibt, genau da ist der Ball und da der Spieler. Im Fernsehen machen die Reporter auch mal öfter eine längere Pause und das ist ja halt nicht der Fall. Und die Blindenreporter sind auch viel emotionaler als im Fernsehen. Mein schönster SCP 07 Moment war der Aufstieg in zweite und erste Liga, wo man an Rathaus gefeiert hat und auch hier im Stadion. Und das war schon ein schöner Moment. Also mein schönster SCP 07 Moment war natürlich auch der Aufstieg in die zweite erste Liga. Aber ich muss auch dazu sagen, dass auch ein sehr schöner Moment war nach dem Spiel gegen Schalke. Hat man sich halt nach dem Spiel eine gute halbe Stunde halt noch mit Kai Pröger unterhalten. Und der hat auch gefragt, was wir halt so haben und wie wir das Spiel so verfolgen. Und das fand ich sehr schön. Ich verfolge sehr viel über YouTube, die Pressekonferenzen, das Format, ich glaube nur 7 Sekunden und das Paderduell. Das guckt und hört man sich immer ganz gerne an. Ist auch in der Pandemie mal ein schöner Moment, dass man mal ein bisschen abgelenkt wird und das tut ganz gut. Die Saison wünsche ich dem SCP 07, dass sie auf jeden Fall sich gut in der zweiten Liga halten und vielleicht klappt es noch mit einem einstelligen Tabellenplatz. Und dass halt vielleicht nächste Saison dann halt wieder die erste Liga angegriffen werden kann. Ja, dass sie sich erstmal gut in der zweiten Liga halten und dann vielleicht mal wieder aufsteigen.